und willkommen zu TechSword. Heute zeige ich euch die Anleitung für die Fernbedienung zu dem coolen Mac Tow Truck und wie die Lichter angemacht werden und wie er richtig fährt, damit man da keinen Unsinn mitmacht. So, wir fangen an. Hier wird die Fernbedienung angeschaltet. On, off, on, off. Jetzt habe ich sie auf on. Jetzt blinken hier die beiden Lichter. Das ist ein gutes Zeichen, wenn diese beiden blinken. Hier kann man es hochklappen. Da sieht man es auch noch mal genauer. Hier kannst du Feintuning dran machen, wenn du das möchtest. Ich lasse es aber jetzt erstmal so. Ich möchte es euch nämlich nicht so zeigen, weil wir haben es momentan gut eingestellt. Und sowas ist immer so eine Sache. So, dann fangen wir an mit dem Mac Tow Truck. Als erstes muss die Verbindung von dem Tamiya Akku zu dem Tamiya Stecker hergestellt werden. So. Okay, es ist fest. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mit den Lichtern weiter. Das Kabel habe ich jetzt unten reingesteckt, damit es nicht stört, wenn es gleich oder wenn es da rausguckt, vielleicht verhängt sich das dann irgendwie. Das kann man da unten einfach reinstecken. Ihr könnt ihn gerne hier heben, vorne heben, hinten heben, aber bitte nicht an der Karosserie, sonst kann da nämlich was abbrechen. Ich hebe ihn jetzt hier an den beiden Stellen mal hoch, damit ich euch zeigen kann. Hier vorne ist nämlich ein Schalter und an diesem Schalter kann man on und off machen. Ich habe da jetzt on angestellt und ich würde sagen, hier ist die Lenkung. Nach vorne gehen die Räder nach rechts, nach hinten gehen die Räder nach links. Das ist klar, wenn man nach hinten drückt, also wenn man drückt, dann fährt er vorwärts. Und wenn man, ich kann es euch einfach mal zeigen. Also, wenn man so macht, dann fährt er rückwärts. Also, ich zeige es euch so mal. Wenn man so macht, dann fährt er vorwärts. Wenn man so macht, fährt er rückwärts. Verstanden? Man kann ihn auch schön kontinuierlich und langsam fahren. Ein sehr schönes Modell. Jetzt zeige ich euch mal, wo man die Lichter anmacht. Hier ist der eine Schalter für die vorderen Lichter. Das ist der hintere Schalter, ganz wichtig. Vorne ist nämlich die Seilwinde. So. Jetzt gehen diese Lichter an, die Lichter, die vorne Lichter beim Bulldog und die Lichter hier oben. Jetzt mache ich nochmal den Schalter hier wieder zurück und mache mal die hinteren an. Hier, das kann man einfach abnehmen. Hier ist ein Schalter an der Wand, den kann man einfach umlegen. Jetzt hat man hier eine schöne Rundumleuchte. Das kann man auch genauso gut wieder ausmachen. Und das Ding einfach hier wieder drauf machen. Ja. Bei der Schalterbewegung von dem hinteren Schalter gehen auch die sehr hellen LED-Rücklichter an. Auch sehr schön gemacht. Ist einfach klasse. An dem Schalter hier bitte auch niemals so umlegen, sondern lieber, weil sonst spult sich das Ding hier ab, lieber nicht machen, nur wenn ihr es wirklich wollt, den Schalter umlegen. Gerade hinten warm machen wir mit der hinteren Seilwinde weiter. Erstmal müssen wir die Stecker connecten. Wenn sie connected sind, müssen wir uns bereit machen dafür, dass wir den Schalter umlegen und dass die Seilwinde sich dann abspulen wird. Hier ist es ganz wichtig, wenn man den Schalter nach hinten macht, fährt sie sich aus. Aber bitte niemals so weit einfahren, bis zu diesem Loch bitte auch ein bisschen Abstand lassen, weil wenn man die zu weit einfährt, können diese Seilwinde kaputt gehen. Und das wäre nicht so schön. Wenn man sie zurück macht, man kann es machen, aber sie hat keine eigene Abschaltung. Deshalb muss man da aufpassen. So ist gut, wenn ihr es so macht, ist alles in Ordnung. Dann seid ihr safe. So. Die vordere Seilwinde ist mit dem Schäkel hier befestigt. Den drehe ich mal kurz raus. Jetzt können wir das hier wegtun. Ich würde sagen, ich mache den hier jetzt einfach mal wieder dran, wie hinten auch. Die Seilwinde, wenn man den Schalter, den vorderen, da nach innen macht, geht sie auf.
Wenn man diesen Schalter nach außen macht, geht sie zu. Auch bitte dieselben Regeln beachten wie bei der hinteren, also nicht zu weit einziehen, sonst geht sie selber kaputt. Man kann sie, wenn man das Ding dann nicht die ganze Zeit unten baumeln lassen möchte, kann man sie hier einfach dran machen. Easy Sache. Also ziemlich leichte Sache. Das sollten eigentlich die meisten von euch hinbekommen. Denke ich mal. So, ich habe es jetzt mal zugemacht. Und jetzt würde ich sagen, fahre ich damit nochmal eine Runde. Er hat Allrad, der Wagen, super geländegängig, gesperrte Achsen und eine super Federung. Der Wagen, ich drehe mal kurz, dann kann ich euch zeigen, was er für eine Federung hat. Er kann sich bis zu so einschränken, das ist ziemlich gut für so einen Wagen. Er ist super geländegängig, richtig schön, für einen Tow Truck super. Also bitte beachtet einfach nur die Regeln, dann könnt ihr damit super rummachen. Wenn man hier oben dreht, kann man das Ding hier runterlassen, also den großen Haken. Dann löst er sich irgendwann von selber. Das ist mit Hand. Das ist eine sehr simple Sache. Da hat man hier auf jeden Fall den Haken. Ja. Dann kann man es hier auch wieder hochdrehen. Wenn man die Kette hier löst, kann man außerdem noch seine eigene Höhe hierfür einstellen. Das heißt, man kann die Kette hier runterlassen. Und wenn man hier, die wird einfach nur auf den Bolzen da drauf gesteckt. Wenn man sie wieder abmacht, kann man einem auch das passieren. Das ist aber nicht schlimm, das schadet nicht. Auf jeden Fall kann man die Kette hier dann auch hoch machen. Dann ist natürlich auch der, naja, ich würde sagen mal Ausleger höher. Das ist ja jetzt zwar beim Kran heißt es Ausleger, aber ich würde sagen, da heißt es auch Ausleger, weil es ist ein Torschlag.